So, ich bin auf der Suche nach Kondoren. Hier oben fliegt einer. Ich zeige euch gleich auf der Karte wo. Aber erstmal holen wir den runter für die Daily heute. Das ist dann die erste Stelle, die ich euch da auch zeige. Also auch öfter mal auch in den Himmel schauen. Ansonsten sitzen die auch ganz gerne mal auf eher erhöhten Plätzen. So, schönes Tierchen auf jeden Fall. Gibt auch ja, ordentlich Schwungfedern, Kondorfedern, Wildvogelfleisch. So, und zwar befinden wir uns jetzt hier am Collar Strings Tumbleweed, also eher in der trockenen Gegend. Ja, so in dem Bereich, ne, das war ein bisschen zu viel, so in dem Bereich hier fliegt der in der Regel rum. Gegebenenfalls ein bisschen geduldig sein und dann könnt ihr den vom Himmel nehmen. So, ich möchte euch aber noch ein paar Stellen zeigen, die Kohlrahmen wollen wir jetzt nicht. Und ja, bis gleich zum nächsten Plätzchen. Bis dahin. Hier fliegt nochmal einer rum, da oben seht ihr ihn. Sieht schon ein bisschen majestätisch aus. Dann holen wir den auch mal vom Himmel. Ja. Ach, na, jetzt wegen den ganzen Felsen durch. Sehr schön. So. Ja, wo ist er denn hingefallen? Hopp, hopp. Auch hier genau zwischen hinter den Steinen. Machen eine ganz gute Tango eigentlich. So, dann rufen wir den Oma. Eigentlich hätte ich auch mal so ein ganzes Vieh mitnehmen können. So, und zwar sind wir jetzt, ja, wo sind wir? Hier unterhalb von Wildskiller Fork. Da fliegt also auch noch einer rum. Ja, einfach mal in den Himmel gucken. Meistens sieht man die tatsächlich beim Fliegen und tagsüber. Ja, ich schaue mal, ob ich noch ein Plätzchen finde, was ich euch zeigen kann. Und sage einfach mal bis gleich. So, hier oben fliegt noch einer. Den hole ich mal schnell runter, bevor er weg ist. Nämlich schon der zweite, den ich hier sehe. Den ersten war ich aber gerade beim Rupfen von anderen Viechern. Und habe ihn dann verpasst. Da war er einfach zu weit weg. So, auch wieder ein schöner Kondor. Und zwar, ich zeige es euch gleich nochmal auf der Karte, aber wir sind jetzt genau bei Ratsfäller Fork. Den letzten hatten wir ja ein bisschen unterhalb. Ja, also jetzt sind wir sozusagen mittendrin. Hier gibt es also auch einer. Hier könnt ihr dann auch gleich, wenn ihr Glück habt, noch ein paar Bussarde mitnehmen. Und euch da auch noch die Federn krallen. So, ich schau mal, ob ich noch ein Blätzchen für euch finde. Bis gleich. Nochmal einer. Da, ganz am Rand. Genau da ist er. Will mal schnell abballern. So. Den haben wir dann auch. So, und zwar sind wir hier, wo sind wir hier? In Collar Springs, unterhalb von dem L, auf dem kleinen Hügel. Unterhalb ist diese, naja, ich nenne es jetzt mal Farm. Da kann man sich ganz gut dran orientieren. Diese Farm, genau hier sieht man sie. Ja. Kann man gut als Orientierungspunkt dafür nehmen und dann findet man das eigentlich relativ leicht. So, ja, viel Spaß bis zur nächsten Stelle. So, da sind wir an der nächsten Stelle, da oben fliegt er gerade. Da muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht verliere. Wo ist er jetzt hin? Da ist er. Genau, schnell mal runterholen, bevor er ganz weg ist. So. Da haben wir ihn. So, das ist dann ja, mit die letzte Stelle, die ich euch dann zeige. Ich hoffe, das hilft euch dann die Tagesquest zu erfüllen. Ich werde ihn gleich mal rupfen, aber vorher zeige ich euch mal, wo wir hier sind.
nämlich bei Amarillo, östlich von der Stadt, unterhalb des Sees. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und ihr könnt die Tagesquest damit erfüllen. Und natürlich auch sonst auf Kontojagd gehen, wenn ihr wollt. Kontofedern lohnen sich immer. Ja, dann bis zum nächsten Mal, sage ich. Bye bye. Hallo zusammen. Ja, ich habe eigentlich das Video für die Fundorte von Kondoren schon fertig. Aber ich habe hier eine coole Stelle gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar könnt ihr hier, naja, so nicht, könnt ihr hier praktisch zwei Kondore auf einmal kriegen. Die sitzen nämlich da oben auf diesen Strommasten, nenne ich sie jetzt mal. Ja, da ist einer und da ist einer. Perfekt also. Wenn ihr mal die Tagesquest lösen möchtet, der eine fliegt jetzt gerade los. Habe ich wieder zu lange gewartet. Aber das macht nichts. Ich wollte es euch ja generell mal zeigen. So, der ist da. Mal gucken, ob wir den auch noch finden. Ja, das passt. Und zwar zeige ich euch jetzt noch schnell wo. Ja, also hier könnt ihr, glaube ich, die Tagesquest dann mit einem Rutsch abwickeln. Ich befinde mich jetzt hier in der Nähe von Twin Rocks an den Schienen nördlich von Amarillo. Ja, genau, also nicht wundern, wenn nach der Verabschiedung beim Video dann jetzt noch dieses kommt. Ich bedanke mich nochmal bei euch, hoffe, die Stelle gefällt euch und ihr werdet hier dann noch fündig. Bis dann, bye bye.